Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe was geschenkt bekommen, schon wieder eine Weile her. Ich habe eigentlich genau genommen sehr viel Zeug in letzter Zeit geschenkt bekommen. Was heißt in letzter Zeit? Es hat sich sehr viel angesammelt und ich muss dringend ein Dankeschön-Video machen. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht an meine Dankeschön-Videos. Es ist super, super überfällig. Tut mir auch langsam echt leid, dass ich das noch nicht geschafft habe. Irgendwie, ja, ich weiß nicht genau, woran es liegt. Vielleicht kennt ihr grundloses Nichtstun von Dingen, die ihr eigentlich mal tun müsstest. Und dann kommt immer mal wieder noch was anderes nach. Und ja, ich mache noch eins, versprochen. Auf jeden Fall. Und ja, jedenfalls unter anderem wurde mir geschickt, und das ist meiner Meinung nach ein einzelnes Video wert. Es ist keine Werbung. Ich habe es zwar nicht selber gekauft, ich habe es aber auch nicht vom Hersteller bekommen. Und es ist nicht irgendwelche Gegenleistungen und irgendwelche Verträge oder werbende Vereinbarungen mit dem Hersteller und so weiter und so fort gekoppelt. Also keine Werbung. Muss man nicht als Werbung kennzeichnen, nur dass mal klar ist. Ja? Und wer jetzt hier in die Kommentare schreibt, das ist ja trotzdem Werbung. So, nur weil ich ein Produkt in die Kamera halte, der hat den letzten Kommentar geschrieben, weil das ärgert mich sehr. So, nur falls sich jemand angesprochen fühlt. Gut, das Zeug hier. Das Zeug ist ein Weizenkomprimatriegel. Ich habe mal vor ein paar Jahren, nur ganz so lange ist es glaube ich noch nicht her, zusammengefasst die Weizenkomprimatriegel, die ich bisher so kenne und mal probieren durfte. Jetzt wäre mir fast zu spät aufgefallen, dass es diese Next-Gen-Konva-Riegel, um den es hier ja geht, in 834 verschiedenen Geschmacksrichtungen gibt. Ja, nicht ganz, aber schon sehr viele. Das ist deswegen wichtig, weil ich im weiteren Verlauf feststellen werde, dass die halt nicht sehr vielseitig sind, weil sie halt diese eine Geschmacksrichtung haben und mehr kannst du damit nicht anstellen. Das ist korrekt, aber dafür gibt es halt eben auch sehr viele verschiedene Geschmacksrichtungen. Also wenn man sich einen Notvorrat aus den Dingern zusammenbauen sollte, theoretisch, ne, dann könnte man ganz viele Geschmacksrichtungen miteinander kombinieren. Und dann ist das Problem, dass ein Riegel immer gleich schmeckt und geschmacklich nicht variiert werden kann, nicht mehr so schlimm. Ne? Das also nur noch so als kleine Anmerkung. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo im Video ich das anders erzähle. Und jetzt wisst ihr es schon gleich am Anfang und könnt an der entsprechenden Stelle dann selber denken, ach ja, da hat er ja eben noch so eine wirklich kurze Anmerkung, ganz kurz, wirklich, wirklich versprochen, dazu gemacht gehabt. Kurz die Historie zu Weizenkomprimatriegeln. Es war einmal vor circa 20 Jahren irgendwer, der Energy 5 erfunden hat. Da schreibt man NRG 5 und das wird dann halt eben schnell ausgesprochen Energy. NRG 5. Ja, das ist im Grunde einfach ein Weizenkomprimatriegel, wie diese Dinger hier auch. Der besteht aus Weizen, Pflanzenfett, vorzugsweise Palmöl. In den meisten Riegeln ist das der Hauptbestandteil. Es ist halt eben billig und vermutlich, zumindest letzter Stand der Forschung, es gibt jetzt allerdings moderne Annahmen, die dem widersprechen, ist es eigentlich gar nicht mal ein schlechtes Fett, beziehungsweise gar nicht mal ein schlechtes Öl. Und ja, die Öko-Auswirkungen von Palmöl. Ich habe mal früher gesagt, das ist ganz, ganz böse, Finger davon lassen. Das ist nicht falsch, es ist ganz, ganz böse, wenn möglich, Finger davon lassen. Das Dumme ist nur, es ist auch sehr, sehr effizient. Das heißt, pro Hektar Anbaufläche kriegt man verdammt viel Palmöl zusammen und hat dann einen Haufen Öl für einen Hektar Landnutzung, während man bei beispielsweise Sonnenblumenöl, Distelöl, bla bla bla, sucht euch was aus, eben deutlich weniger Ertrag pro Hektar hat und dadurch werden wir wahrscheinlich für die Welternährung um Palmöl nicht ganz drum rumkommen. Ne? Aber jedenfalls bestehen die Dinger immer aus, wie gesagt, Weizen, Palmöl, noch ein bisschen extra Zucker und dann je nach Hersteller. Es gibt zum Beispiel eben neben Energy 5 gab es mal BPWR, davor gab es mal BP10, ich weiß es nicht mehr. Es gibt irgendwelche Seenotriegel, die heißen dann Sea Emergency Gedöns Food Ration, ist alles dasselbe, plus minus. Ja, der Übersichtlichkeit halber hier mal Track and Eat Energy 5 Notration. Es ist so ein bisschen der Klassiker, gibt schon seit Ewigkeiten. Wird derzeit von der Katadyn-Gruppe Switzerland vertrieben und ja, kostet 10 Euro pro Packung. Das kostet schon seit Ewigkeiten 10 Euro pro Packung. Das ist sehr erfreulich, dass das ja inflationstechnisch nicht wirklich teurer geworden ist. Kann ich jedenfalls nicht sehen. Die Packungsgröße ist auch nicht kleiner geworden. Das ist immer ein halbes Kilo, also 500
500 Gramm. Und naja, also wenn man die größtmöglichste Vielfalt haben möchte, dann kann man darüber nachdenken, ob man beim Klassiker bleibt. Ist zumindest so meine vorläufige Meinung, mehr dazu, aber dann im weiteren Verlauf des Videos, einfach nur der Vollständigkeit halber, damit ihr das mal gesehen habt. Kann man noch bei 7000 anderen Shops kaufen, ist mir völlig egal. Nur wie gesagt, zur Info. Ja, und dann gäbe es noch als weitere Alternative zum Beispiel dieses Power 1. Die haben ein bisschen mehr Geschmack, die Riegel, sind weniger neutral wie die Energy 5 Riegel. Das heißt, man kann da vielleicht nicht 800 verschiedene Zubereitungsweisen verwenden, aber naja, dafür schmecken sie als Riegel tendenziell mir zumindest etwas besser. Sind auch ein Ticken günstiger, auch hier wieder eine 500 Gramm Packung für 8 Euro in dem Fall, beziehungsweise zwei 250 Gramm Packungen, wenn ich das richtig sehe. In jedem Fall ist es ein Ticken günstiger, wie gesagt. Was da besser schmeckt, muss jeder selber wissen. Mir ging es einfach nur um die Vollständigkeit. Ganz so dasselbe sind sie dann aber doch wieder nicht, weil eben neben diesen Hauptzutaten, die ich gerade genannt habe, mal mehr, mal weniger Protein beigefügt wird, was man dann erst entweder durch wirklich Proteinpulver, durch Molken-Eiweißpulver und was weiß ich was alles erreicht. Und dieser Proteingehalt, der variiert eben ganz schön stark und auch der Fettgehalt, der da drin ist, ein gewisser Fettgehalt, ist notwendig, damit die Dinger überhaupt kleben und funktionieren. Das variiert auch relativ stark durch die einzelnen Hersteller. Das heißt, wir haben auch so ein bisschen variierendes Kalorienverhältnis. Plus, minus gibt es die so ab 380 Kilokalorien pro 100 Gramm. Die besten, die ich mal gesehen habe, die waren so bei 450 mehr oder weniger Kilokalorien pro 100 Gramm, so ganz, ganz grob. Und dann eben, je nachdem, die viel Kalorien haben, haben entsprechend einen hohen Fettanteil. Die wenig Kalorien haben, haben dafür häufig dann einen etwas höheren Eiweißanteil oder eben bestehen fast nur rein aus Kohlenhydrate, sprich mittelkettige Kohlenhydrate, also eher sowas, was so in Richtung Zucker geht. So. Und das hilft uns natürlich mal mehr, mal weniger. Das hängt ein bisschen davon ab, was man vorhat. Gerade wenn man sich auf den Dingern, mit den Dingern auf Tour ernähren möchte, die sind auch ganz beliebt eben als Langzeitvorrat zum daheim rumliegen haben, wenn der große Blackout kommt oder sowas in der Richtung. Spricht auch eigentlich nichts dagegen, kann man schon machen, ist ein bisschen teuer, aber ansonsten kann man schon machen. Ist vielleicht auch nicht die, die abwechslungsreichste Kost zum daheim rumliegen haben, aber ja. Und wenn man es aber jetzt auf Tour konsumieren möchte, so während der Wanderung, während des Bergsteigens, während der Flucht vor den Echsenmenschen, dann bietet sich eben, je nachdem, wie man flüchten möchte, die unterschiedlichen Varianten an. Zum Beispiel wäre eine besonders kohlenhydrathaltige Variante, die fast nur aus Zucker besteht, interessant für jemanden, der bei hohem Tempo vor den Zombies wegrennt. Wer hingegen eher moderat hinfort wandert, der möchte wahrscheinlich eine ausgeglichenere Variante mit einem hohen Fettanteil, damit er mehr Kalorien pro getragenes Gramm in dem Futter drin hat, haben. Und wer generell einfach ansonsten keine weitere Eiweißquelle hat, wird eine Variante bevorzugen, die einen vergleichsweise hohen Eiweißanteil aufweist. So, ich weiß nicht auswendig, was konkret hier drin ist, würde das dann einfach jetzt per Voice-Over ergänzen und euch da vielleicht auch mal die Tabelle dazu einblenden, die ich im Internet gefunden habe. Ja, beim Conva 7 Next Generation Riegel scheint es sich so um ziemlich durchschnittlichen, weil von allem etwas Riegel zu handeln, was die Nährwertversorgung angeht. Oben stehen übrigens auch die Zutaten und ich habe diese ganze Tabelle inklusive die Zutaten von, es steht hier ja, mal entnommen, also direkt aus dem Internet von einem der Händler, die das Zeug vertreiben. So, Zutaten sind Weizenmehl, Zucker, Palmfett, Milcheiweiß, Milchzucker, Reismehl, Kakao, stark entölt, Hefe, Speisesalz und Aroma. Was Aroma dann genau ist, das verraten sie bekanntlich ja immer nicht so genau. Aber die Zutatenliste ist erfreulich kurz. Für Leute, denen das wichtig ist, ist das sicherlich ein Pluspunkt. Wir sind bei 426 Kilokalorien pro 100 Gramm. Ein so ein Riegelpaket, wie es übrigens im Video verwendet hat, 110 Gramm. Das sind dann also etwa 500 und ein paar zerquetschte Kalorien. So, dann haben wir 14 Gramm Fett. Das ist so im Mittelfeld ungefähr der meisten Riegel, die es da so gibt.
Fett einzuordnen, beziehungsweise es gibt welche, die haben etwas mehr Fett, dafür aber deutlich weniger Eiweiß und gleichen den Rest dann halt eben mit Kohlenhydraten aus. Das nimmt sich aber bei den Kalorien jetzt nicht so viel. Also ist wirklich so ein Allround-Riegel, würde ich sagen, ne? Wir haben 9,7 Gramm von den 14 Gramm gesättigte Fettsäuren. Das ist auch nicht anders zu erwarten, weil die Hauptfettquelle ja Palmfett ist. Und Palmfett hat halt eben nun mal ein Verhältnis von 2/3 gesättigte Fettsäuren und lediglich 1/3 andere Fettsäuren. So, und Kohlenhydrate sind wir bei 58 Gramm, davon genau die Hälfte Zucker. Das ist so ein recht ausgeglichenes Verhältnis. Man hat aber auch schon, meine ich mich zumindest zu erinnern, Angabe ohne hundertprozentigen Gewähr, Riegel gesehen, die weniger direkten Zucker drin haben, die dann aber auch geschmacklich halt weniger süß sind. Der Riegel hier soll ja ein bisschen süß schmecken. Immerhin hat er ja auch so extra noch Schokolade bzw. Kakao halt eben drin, um so ein bisschen an Keks zu erinnern. Ich vermute mal, das ist Teil der Marketingstrategie, daher hier ein vergleichsweise hoher Anteil von direktem Zucker. Das kann auch gut sein, wenn man eben schnelle Energie braucht, dann möchte man kurzkettige Zucker essen. Das ist also gar nicht mal so schlecht. Ja, und der Eiweißanteil ist eigentlich recht ordentlich für solche Riegel. Und zum Salz, naja, das ist halt auch drin. Ne? Es ist nicht besonders viel. Das ist so genau genommen sogar ziemlich wenig. Also für Leute, die mit Salz Schwierigkeiten haben, vielleicht auch ganz gut zu wissen. So, zurück zum Ben vor Ort. So, ergänzend sollte man noch dazu sagen, neu ist eben halt bei diesen Conva-7-Riegeln, es gibt noch ein paar andere, die inzwischen auch so ein bisschen in die Richtung gehen. Ich glaube von Ration One oder was gibt es auch noch welche, die Geschmack haben. Das ist halt das Neue, dass die Geschmack haben. Ja, die Riegel der alten Generation, das sind einfach alles nur, die schmecken nach Weizen, Zucker und Palmöl. Das ist nicht besonders lecker, je nachdem wer es probiert und je nach persönlicher kulinarischer Vorgabe, Vorlieben variieren die Reaktionen, wenn ich das Leuten zum Probieren gegeben habe, zwischen, ja, schmeckt ein bisschen nach Keks, ist ganz okay und, das ist ja eingeschlafene Füße. Irgendwo, wie gesagt, da dazwischen. Also manche finden es wirklich ganz widerlich. Das Gute bei den alten Varianten ist, die mehr oder weniger geschmacklich neutral sind, dass man die, weil sie geschmacklich neutral sind, ein bisschen variieren kann in der Zubereitung. Das heißt, du kannst die alten Dinger, geschmacklich neutralen Dinger, sowas wie Energy 5, auch klein bröseln, mit der Hand, mit einem Stößel, mit was auch immer, irgendwie klein machen, Wasser drüber kippen, hast dann Brei. Kannst Wasser mit ein bisschen Salz anreichern und hast du so ein bisschen salzigen Brei. Das ist interessant für Leute, die auch salzige Haferflocken-Porridge mögen, der Schotte zum Beispiel, der isst sowas. Das geht dann so ein bisschen in die Richtung und andererseits, ganz ehrlich, kannst auch einen Sack Haferflocken mitschleppen auf Tour, musst du nicht zwingend dann solche Riegel haben, wenn du sowas magst. Ne? Aber du könntest solche Riegel dafür nehmen, die sind auch länger haltbar als jetzt Haferflocken, wenn man sie in einem stinknormalen Jutesack in der Gegend herumschleppt. Und man kann diesen Brei dann auch noch mit Zucker und Zimt verfeinern. Dann hat man einen Zucker- und Zimtbrei. Das fand ich eigentlich immer ziemlich lecker. Das habe ich mal auf einigen Touren sogar als hauptsächliches Frühstück mitgenommen, weil ich mal keinen Bock mehr auf Müsli hatte. Theoretisch könnte man da sogar noch ein gefangenes Eichhörnchen klein machen und mit reinschmeißen. Dann gibt es halt einen Fleischeintopf mit Getreidebrei, was auch immer. Ich denke mal, das ist gar nicht so, habe ich es nicht ausprobiert, schon allein, weil ich natürlich kein Eichhörnchen killen würde. Jedenfalls nicht, wenn ich nicht in Not bin. Oder auch mit Beef Jerky theoretisch anreichern, Beeren reinschmeißen, das habe ich schon probiert. Wenn ich mal alle 3 Jahre habe ich mal Bock auf 4 Beeren. das war eigentlich ganz gut. Und ja, das sind dann halt so Möglichkeiten. Hat man jetzt allerdings eine Variante mit vorgegebener Geschmacksrichtung, wie hier zum Beispiel Crispy Schoko, wie auch immer man das aussprechen soll, laut Hersteller, dann ist natürlich die Variabilität, das zu verschiedenen Geschmacksrichtungen weiter zu verarbeiten, etwas eingeschränkt. Dafür dürfte, hoffe ich zumindest, der Riegel erheblich besser schmecken als die Rohform von zum Beispiel Energy 5. Die meisten Leute sind der Meinung, dass Energy 5 der schlecht schmeckendste dieser Weizen-Komprimatriegel sind. Ich würde mich dem anschließen wollen. Ich kann die aber auch, wie gesagt, immer noch essen. So, jetzt machen wir das mal auf.
Die sind bei schätzungsweise circa 25 Euro das Kilo. So in etwa hat meine grobe Preisrecherche im Internet zum Zeitpunkt dieses Videos. Und ja, haben halt so eine tolle Vakuumverpackung. Das ist natürlich für denjenigen, der das ewig aufheben möchte, ganz spannend. Mindestens haltbar bis, keine Ahnung, 2050. Nee, ganz so lange auch wieder nicht. Also, Mampf. Ich hatte technische Schwierigkeiten, sorry. Jetzt habt ihr leider nicht die Packungsöffnungsszene gesehen. Die hat die Kamera gerade gefressen. Also, wenn man die Packung aufmacht, hier oben aufreißen, geht ganz einfach. Braucht man kein Werkzeug zu. Sind hier solche Dinger drin, zwei Stück. Die sind nochmal einzeln eingeschweißt. Das ist ganz hilfreich, wenn man nur einen essen möchte wahrscheinlich. So ist der jetzt halt noch eine Weile haltbar und dann kann man den da wieder reinmachen. Und das Ding hat sogar einen Ziplock-Verschluss. Ne? Also wenn man nur einen futtert oder nur einen halben, kann man das wieder zumachen. Ganz nettes Detail. Man kann vielleicht dann irgendwie zu Outdoor-Zwecken diese Tüte noch für was anderes gebrauchen. Prinzipiell könnte man noch Wasser reinfüllen oder irgendwelche anderen Nahrungsmittel drin transportieren durch den Ziplock-Verschluss. Sehr hochwertige Verpackung. Fast schon ein bisschen zu hochwertig. Ich würde auch eine billigere nehmen, wenn das Produkt ein bisschen billiger wäre. Muss ja auch cool aussehen irgendwie. Ich bin mir ziemlich sicher, dass für solche Produkte vom Marketing her eine eingeschweißte, so ein bisschen an Survival-Notration erinnernde Verpackung schon Teil der Marketingstrategie ist und echt eine Rolle spielt. So, jetzt habe ich einen dieser Dinger schon ein bisschen aufgegessen und also Farbe erinnert schon so ein bisschen an einen Schokokeks, schmeckt auch durchaus schokoladig, vielleicht, wenn man mal. Also am Anfang habe ich gedacht, schön schokoladig. Jetzt habe ich fast das ganze Ding aufgemampft und muss sagen, mit so einem Hauch Künstlichkeit. Jetzt bin ich der Typ, der den Dosenburger lecker fand. Ja? Also wenn ich einen Hauch von Künstlichkeit, ich glaube, da ist auch keine richtige Schokolade im Sinne von Kakao drin, wenn ich einen Hauch von Künstlichkeit empfinde, dann mag das vielleicht für jemand anderen mit empfindlicheren Geschmacksnerven etwas deutlicher sein. Aber so generelle Leckerkeit, so nach dem Motto, man hat Bock, das Ding weiter zu essen, ist das einer der leckersten dieser Notriegel, Weizenkomprimatriegel, die ich bisher so gegessen habe. Ich würde vielleicht nicht so weit gehen zu sagen, es ist der leckerste. Ich finde nämlich die ohne Schokogeschmack, so an Butterkeks erinnernden, auch sehr lecker, gerade weil sie so ein bisschen an Butterkeks erinnern. Und die auch, haben auch irgendwie so ein künstliches Butteraroma drin. Das ist auch sehr fein. Und dieses Butteraroma erwarte ich irgendwie bei solchen hochwertigeren Weizenkomprimatriegeln. Und dass es hier fehlt, ja, das ist ein bisschen enttäuschend, aber dafür gibt es halt eben diesen Schokogeschmack. Das Ganze ist ziemlich süß, also schmeckt auch ziemlich süß. Das liegt daran, dass da auch ein hoher Zuckeranteil drin ist. Das muss, soll so und darf so und das ist auch völlig in Ordnung. Man hätte aber jetzt zum Beispiel nicht das Gefühl wie bei Energy 5, das eher neutral ist im Geschmack, obwohl da ein hoher Zuckeranteil drin ist. Aber halt eher langkettigere Zucker offensichtlich, weil die nicht so sehr von der Süße durchkommen. Vielleicht haben sie auch noch zusätzlich irgendwelche Süßstoffe drin oder was, ich weiß es nicht. Und dadurch lässt sich Energy 5 eben wirklich potenziell auch als herzhafte Mahlzeit zubereiten. Und das Zeug, nee, wirklich nicht. Also das ist nicht variabel in der Art der Zubereitung. Das ist ein Schokokeks und das ist nichts anderes. Höchstens noch ein Schokokeks mit, weiß nicht, ein bisschen Zimt dazu oder sowas, Kleinbröseln, Milch dazu. Ja, schon Schokobrei, aber es bleibt ein Schoko. Also herzhaft, sehe ich nicht. Aber ist lecker. Ja, und jetzt sind die Dinger hier ja Next Generation. Hier steht es drauf, Next Generation. Das, was jetzt hier wirklich so richtig Next Generation ist, also erstmal der Eiweißanteil ist in Ordnung. Ja? Das muss man als positiv hervorheben. Wenn ich die schon als Voice-Over-Ben getan habe, dass der Eiweißanteil echt nicht schlecht ist. Und die Next Generation könnte vielleicht auch darin bestehen, dass hier Crisp, da steht's, Crisp drin ist. Das heißt, es ist nicht, das könnt ihr hier vielleicht auch ein bisschen sehen, da sind so Krümelchen drin, die sich so von der allgemeinen Struktur abheben. Das heißt, wir haben eine zweiphasige Struktur. Normalerweise sind diese Weizenkomprimatriegel durchgehend ein und dasselbe Zeug und das ist keine haptische Überraschung beim drauf rumkauen dabei. Ja, also ein und dieselbe Masse und die futterst du dann halt, bis die Zombie-Apokalypse vorbei ist. Und hier sind tatsächlich so
Crisp ist sehr wohlwollend. Das ist schon sehr, sehr wohlwollend. Aber es sind andere Teilchen drin, die eine andere Struktur haben und du merkst, dass du drauf beißt, dass das was anderes ist. Aber Crisp, Crunchy oder irgendwie, nee, kann ich jetzt nicht wirklich behaupten. Ja? Trotzdem ist es ein interessanteres Esserlebnis als diese rein homogenen Riegel, muss man auch der Fairness halber sagen. Also sie sind schon lecker. Also ich esse den jetzt echt gerne, muss ich sagen. Ich habe auch ein kleines bisschen Hunger, aber schmeckt gut. In der Benchen Geschmackstabelle, da ist der Dosenburger draußen, Dosenburger Indoor bei 4 von 10. Dosenburger Outdoor, die ersten drei waren so bei 7 von 10. Der allererste war vielleicht bei 8 von 10, weil ich positiv überrascht war. Der fünfte, 5 habe ich insgesamt vielleicht gegessen von den Teilen, der war dann noch bei 6 von 10. Auch außen. Ja? Und das Ding, das würde jetzt eine 7 kriegen. Eine solide 7 ist ein leckerer, sattmachender Keks. Man merkt auch wirklich gleich, dass man satt wird. Das Ding hat halt Kalorien. Ne? Das macht dich wirklich schnell satt. Auch der hohe Zuckeranteil sorgt dafür, dass man eben auch schnell ein Sättigungsgefühl empfindet. Das dürfte aber nicht allzu lange anhalten, weil dafür sind die Kohlenhydrate einfach zu kurz. Die müssten langkettiger sein, damit eben eine langfristige Energieabgabe stattfindet und man dann auch lange noch was davon hat. Aber wenn du wirklich so einen Heißhunger hast auf Tour oder du brauchst jetzt Energie, du musst noch weiter dann so ein Paket hier aufreißen, kann man ja irgendwo in den Rucksack schmeißen, Energie kriegen, weiterlaufen. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Ja? Also da machen die schon, was sie sollen. Ja, wüsste nicht, warum nicht. Ja, hab's aufgegessen. Ist okay. Ja? Fürs gleiche Geld kriegt man natürlich erheblich günstigeres Zeug, wirklich erheblich günstigeres Zeug, was auch gut schmeckt. Das ist vielleicht jetzt nicht MAD-mäßig bis 2035 haltbar, bestimmt nicht. Es hat auch nicht diese fancy Verpackung und es ist vielleicht auch nicht so praktisch im Transport. Das Schöne ist auch, die Dinger können nicht gefrieren, die Dinger können nicht schmelzen. Temperaturunabhängig ist auch nochmal so ein netter kleiner Vorteil. Ja, wer das Geld hat und sich es kaufen möchte, bitte. Wer sagt, ich gebe mein Geld lieber woanders aus oder für was anderes, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Hat mich jetzt ja streng genommen nichts gekostet. Ich hätte auch problemlos jetzt einmal kaufen können zum Probieren. Ne? Das, so teuer sind die jetzt auch wieder nicht. Aber vielen Dank, ja, an dieser Stelle. Wie gesagt, richtiges Dankeschön-Video folgt. Und ich bringe den zweiten meiner Frau mit und ihr erfahrt jetzt noch vom Schnittpen per Voice-Over, was meine Frau von den Dingern hält. Weil die hat einen Gaumen, der etwas anspruchsvoller ist als meiner. Und dann könnt ihr euch da irgendwo vielleicht einordnen oder eigenen Test durchführen. Aber rein so von den Nährwerten, die da drin sind, ist das ein grundsolides Dingens. Ne? Wie gesagt, halt ein bisschen teuer. Leibniz-Butterkeks kostet erheblich weniger pro Kilo und hat ähnliche Werte. Ist halt nicht so schön verpackt. Gut, macht's gut. Das war's für heute. Ja, ich habe mir mal die Mühe gemacht, hier nochmal die Nährwerttabelle für Leibniz-Butterkeks rauszusuchen. Den Original-Leibniz-Butterkeks, den es seit dem Krieg oder was gibt. Und tatsächlich ist der bei ganz ähnlichen Kalorienwerten, bei etwas weniger Fett, ein Hauch mehr Kohlenhydrate, also eigentlich eine ganze Ecke mehr Kohlenhydrate, ein bisschen Ballaststoffe, sind in den Conva-Riegeln komischerweise gar keine drin. Wie sie das geschafft haben, dass da überhaupt keine drin sind, weiß ich nicht, geht scheinbar. Und der Eiweißanteil ist halt ja, ein bisschen mehr als die Hälfte bloß. Und was halt eben an Eiweiß im Conva-Riegel noch drin ist zusätzlich, ist hier halt entweder Zucker bzw. Kohlenhydrate oder eben Ballaststoffe. Ne? Wobei man natürlich sagen muss, dass der Zuckeranteil tatsächlich beim Leibniz-Butterkeks-Original, hat ja jeder schon mal gegessen mit Sicherheit, da wissen wir alle, wovon wir reden, ein bisschen geringer ist. Das heißt, rein vom Zucker her wäre der Leibniz-Butterkeks ein bisschen weniger süß als unser Kakao-Conva-7-Riegel hier. Und den Eindruck hätte ich jetzt auch so, auch rein aus der Erinnerung, jetzt hatte ich keinen Butterkeks zur Hand, aber ne, nur einfach der Spaßes halber und der Vollständigkeit halber, damit wir uns da mal grob ein bisschen was drunter vorstellen können, was denn andere Weizen-Gebäck-Dinger so für Vergleichswerte haben. Ne? Ist natürlich nicht so schön verpackt und nicht so lange haltbar und ja, aber ihr wisst Bescheid. Und dann noch mal kurz zu meiner Frau.
Ja, die gibt 3 von 10 Leckerpunkten. 5 wäre so ein durchschnittliches Durchschnittsnahrungsmittel, das jetzt weder besonders gut noch besonders schlecht schmeckt, dass man halt, so ist halt Nahrung, futtern kann. 1 wäre dann dementsprechend furchtbar und 10 super lecker. Und da würde sie sich dann bei 3 einordnen wollen. Wenn kein Kakao drin wäre, gäbe es nur eine 2. Der Kakao hebt es also von 2 auf 3. Vor allen Dingen bemängelt sie, dass das Teil wahnsinnig trocken ist und keine Spur von Saftigkeit erkennbar, und das empfindet sie als außerordentlich störend beim drauf rumkauen. Und sie fragt sich also bei jedem Bissen: Was ist das? Was esse ich hier? Und ja, einfach nur der Vollständigkeit halber, da habt ihr jetzt gleich zwei Meinungen. Ich, wie gesagt, finde eigentlich ganz okay, bis hin zu schmeckt ganz gut, bis hin zu fast schon lecker, so die ersten Bissen. Wenn man ein paar davon futtert, nützt es sich ein bisschen ab. Ich habe den zweiten dann auch noch aufgegessen, weil Frau nur ein paar Bissen haben wollte. Und ja, muss dann auch sagen, so 6 von 10, ne? Ne, 7 von 10, die ersten paar Bissen draußen im Walde, wenn man Hunger hat, und 6 von 10, wenn man dann keinen großen Hunger mehr hat und das Ding daheim futtert. So in etwa. So, das war es jetzt aber wirklich. Macht's gut und tschüss.